Hallo ihr Freunde des ungepflegten, strubbeligen, ungewaschenen Videospiels. Hier ist wieder Rio, das Rino mit Let's Play Pokémon Shiny Gold. In den vorigen Aufnahmen habe ich voll den Scheiß gelabert. Ja genau, der Radioturm ist eine Höhle. Bin ich dafür. Mein Gott, den entdeckt. Hallo, du da. Okay, sie haben den Radioturm genommen und wollen uns zeigen, wie gruselig sie sind. Dann zeige ich mal, wie gruselig meine Mutter ist. Hey, nichts gegen meine Mutter. Ich meine, ich mag moderne Kunst. Ich mag meine Mutter, aber ich mag moderne Kunst nicht. Heute mache ich irgendwie nur Textfades. Egal was ich sage, ich sag's grundsätzlich falsch. Stirb, Kartoffel. Was zum Fuck? Was habe ich jetzt gemacht? Es gibt hier ein Hilfsmenü. Was soll ich in einer solchen Situation tun, in der ich gerade einen Kampf gewonnen habe? Schauen wir nach. Was ist ein Kampf? Was sind Pokémon-Bewegungen? Welche Angriffe soll ich benutzen? Was ist die Ausdauer eines Pokémon? Mein Pokémon ist verletzt! Was sollen wir tun? Die feindlichen Pokémon sind so stark, ich kann sie nicht besiegen! Wenn deine gegnerischen Pokémon so stark sind, solltest du versuchen zu leveln, damit deine Pokémon stärker werden. Geh zurück, geh den Weg zurück, den du gekommen bist, und bekämpfe wilde Pokémon, um dich zu verbessern. Dann kannst du den Trainer besiegen, den du vielleicht vorher nicht schlagen konntest. Okay. Das Training ging schnell, wir haben gewonnen. Mann, bin ich gut! Okay, weiter. Ich werde hier nicht alle platt machen, weil die mir tierisch auf den Sack gehen. Aber ich sollte mal bald wieder wechseln, weil Mio ist jetzt dann Level 36 und die anderen will ich ja auch weiter trainieren. Sonst habe ich später in der Liga eher schlechte Karten, wenn die nicht halbwegs gleichmäßig und stark sind. Ich denke, ich werde nur bis zur Liga spielen und dann mache ich Schluss. Und vielleicht mache ich irgendwann mal weiter nach der Liga, falls es überhaupt geht, das Kanto. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich weiß nur, dass der Typ gesagt hat, dass da ganz eventuell irgendwelche Fehler auftreten können in der Beschreibung. Von daher werden wir dann sehen, ob die Liga funktioniert oder ob nicht. Boah, jetzt leckt das aber gerade übel. Okay, jetzt geht's wieder. Stirb! Seid so starr schwach. Oh Mann, das ist nervig, so sich in den Radioturm rauszukämpfen gegen Tausende und Abertausende Verlierer, die keine Chance gegen mich haben, weil sie schlecht sind. Razor Leaf! Das ist kaputt. Und das ist noch ein Slimer. Oh ja, leck mich mit deinem scheiß Säureangriff. So, und 33. Yay! Und was ist Muck? Schleimock. Toll. Und das sind irgendwie nur voll wenig Schaden. Und das finde ich weniger nett. Und dann machen wir den hier. Und dann machen wir Rasierblatt. Und dann müsste er tot sein. Bye bye. Geschafft. Jawohl. Was? Gar, don't get cute? Was willst du von mir, du Loser? Loser. Hier hat einen Schluppuck. Süß. Yay, ich wurde. Ich will eine Zugabe geben. Toll. So, weiter geht's. Alter, wie hoch ist denn dieser Scheißraum? Bin ich mal bald am Ende? Meine Fresse. Okay, das ist weniger nett, dass sie einen Smog-Mog hat, aber. Oh, ich hasse Smokescreen. Ich habe nur noch 5-mal Body Slam. Und jetzt habe ich bald gar keine Sicht mehr. Fuckers! Gewonnen. Yeah, man. Das nenne ich einen Speedrun hier so. Ich glaube, heute nehme ich mal wieder 25 Minuten auf. Will ja ein bisschen was schaffen. Wieso ziehe ich denn so wenig ab? Was soll... Das ist so ein Arschloch. Boah, hey, wie viel Leben das zieht. Okay, das ist ein Slimer. Synthese! Und wieder geheilt. Body Slam. Was hier? Der Hund wird auch nicht stillhalten, wenn du dich bewegst. Der wird jetzt noch die ganze Zeit auf den Keks sehen. Ey, pass auf, du reißt gerade das Tischtuch fast runter. Du hast es gerade eben fast runtergerissen. Ja, hier mal nicht rumlügen. Du dich schämen solltest, junger Badapan. Ja, wenn er seinen Arsch da drauf pflanzt, dann ist klar, dass er ihm irgendwann abfackelt. Ich würde dir ein bisschen Intelligenz zutrauen, mein lieber kleiner Hund, aber wenn du dich so anstellst, ja, brauchst mich nicht so angucken. Ich weiß genau, was du denkst. Leck mich am Arsch, Digga. Ja. Ja, der Meinung bin ich auch. Genau. Guck mich nur mit diesem, du kannst mich mal am Arsch lecken, Blick an. Fände ich sehr sozial von dir. Ich hab dich auch ganz dolle lieb, Kleiner. Ja, ihr würdet sich schon denken, was ist denn das für ein Spinner?
soll er sich um seine Let's Plays kümmern, aber die Fresse halten. Leider ist das ja nicht mehr mein Job. Ja, genau. Da, danke. Mann, nur ich heute wieder random drauf. Mensch, Hund, halt doch mal still, bitte. Du machst mich voll wahnsinnig. Kurzer Schnitt. Boah, der lüftet man mal für 5 Sekunden durch und das Headset fühlt sich an wie so ein Eisklumpen. Boah, mich friert's. Das ist schrecklich. Es kommt von da hinten das Rauschen. Aber ein bisschen lüften lassen wir noch. Denn es ist in meinem Zimmer etwas stickig und von daher lasse ich einfach lüften und so weiter. Denn frische Luft tut gut und hör dich auf, dich zu heilen, du Fucker, ey. Fahr zur Hölle, fahr zur Hölle, fahr zur Hölle, fahr. Hallo, kannst du mal damit aufhören, dich zu heilen? So, jetzt habe ich dich aber. Muhahaha, stirb. Tot. So wird's gemacht und nicht anders. So, wo waren wir denn? Hier, weiter geht's. Is that you? Was? Is that what you were expecting? Wrong! I'm an imposter! Oh mein Gott, I pretend to be the real thing to prepare for a takeover. Do you want to know where we hit a real director? Sure, I tell you, but only if you can beat me. Wollen wir wirklich Gewalt anwenden? Wollen wir das? Wir würden wirklich gerne. But the bird says no. So, verprügeln wir den hier und mir fällt gerade auf, dass ich keine AP mehr habe für meine Attacken, außer Razor Leaf. Und Razor Leaf macht kaum Schaden. Ah, Knopf mashen. Fuck. Okay, der hat mir die Mühe abgenommen, hat sich selbst gekillt. Gut, dann nehmen wir Rena raus. Warum habe ich Rena noch? Ich wollte das doch gegen was anderes Cooles eintauschen. Nichts gegen dich, Rena. Ich glaube, ich lasse mein Team so wie es ist. Scheiße. Tot. Gut, ja, Aqua, rette das. So, mal sehen. Noch ein Kofink. Ich frage mich gerade, warum Aqua so derbe viel Schaden macht, aber sein Spezialangriff ist recht hoch und ja. Oh mein Gott, die Balkonke geht wieder auf. Oh mein Gott, das ist ein. Boah, das ist kalt. Boah, das ist gerade so ein richtig schöner kalter Windstoß an mich vorbei. We stashed the real director in the underground warehouse. It's at the far end of the underground, but it doesn't get it far. Basement Key halten. Gut, dann sehen wir uns gleich im Untergrund. So, und da sind wir wieder zurück, jetzt vor dem Untergrund, im Untergrund, den ich ja damals schon geklärt habe. Wo? Wohin hat oben zu der. Okay, das hat sich nicht verändert. The Basement Key opened the door. So, jetzt komme ich hier durch. Und erstmal wechseln wir die Pokémon. Und zwar würde ich gerne Rena rausnehmen. Rena muss auch noch ein bisschen trainiert werden. Denn hier kommt unsere Rivale. Hold it! I saw you, so I tailed you. I don't need you on the foot while I take care of Team Rocket. Wait a second. You beat me before, didn't you? That was just a fluke. But repay my debts. Und wir dürfen uns nochmal mit unserem Rival anlegen. Und wieder epische Musik auf Doom. Und Rivale Robert fordert uns zum Kampf heraus. Mit einem Golbat. Dem entgegnen wir gleich mal mit Ice Punch, denn Ice Punch macht Schaden ohne Ende. Bam! Jawohl, das hat gesessen. Autsch, das auch. Bam! Oh, ich hasse Confuse Ray. Leck mich. Fuck. Fuckers! Und. Jawohl. Eins ist tot. So, jetzt wechsle ich aber lieber aus. Und hole, ja, Aqua. Aqua macht das schon. Nicht wahr, meine Süße? Du machst das mit Surfer. Boom, One-Hit. Und das ist Level 34. Haunter, was war nochmal Haunter? Ich glaube Apollo. Ich glaube, da habe ich mit Rena sogar einen Vorteil. Der kann ja keine elementaren Attacken, von daher sollte er mir keinen Schaden machen können. Hypnose hat daneben gefailt. Nochmal Surfer. Jetzt penne ich, egal. Will ich nicht einen Schlafheiler oder so weiter? Das ist ein Aufdecker. Oh nee, ich habe die alle verkauft oder ich bin so ein Depp. Jetzt, wo ich mal so ein Ding brauche. Ach, ich könnte mich in den Arsch beißen. Ja, brauche ich mal so ein Item und dann. Ja, er hat mich gecursed. You failed, er hat sich selber umgebracht. Du bist so ein Trottelmann. Okay, Rena kommt zurück. Niese? Was ist das denn für ein Viech? Ach, ein Sneeble. Auch cool, ein Sneeble. Egal. Was für ein Typ war das nochmal? Unlicht?
Okay, es ist anfällig gegen Feuer. Ach egal. Wir haben es besiegt. Okay, eins hat er, glaube ich, noch. Und zwar Typhlosion. Sein weiterentwickeltes Iglara zu Tanapto. Aber mit dem sollten wir auch fertig werden können. Einfach zweimal Surfer und dann müsste die Sache eigentlich gegessen. Oh, sogar nur einmal. Okay, das war's. Why? Why do I lose? I have assembled the target's Pokémon. I didn't ease up on the gas. So why do I lose? Gas! I don't understand. Is what that Deadlands guy said true? That I don't treat Pokémon properly? Love, trust, are they really what I lack? Are they keeping me from winning? I just don't know understand. But it's not going to end here. Not now, not because of this. I won't give up my dream of becoming the world's best Pokémon trainer. Genau, verschwinde du Pussy, du hast keine Chance. So, möbeln wir die nächsten Team Rocket Leute um. Sollten an sich kein großes Problem sein. Oh, ich penne ja noch. Ja, ich sollte danach mal gucken, dass ich wieder ins Pokémon Center renne und mich heile. Denn Rena wird jeden Moment wieder am Boden liegen. Aber erstmal kicke ich hier noch die Trainer um den Weg stehen und öffne die Türen, weil ich würde gerne da durch. Ja, mach dich klein, du Schwein. Ich mach dich rund. Du Grund. Das reimt sich, das ist schön. So, jetzt hat ihr noch einen Koffing. Und das ist One-Hit. Exzellent. Und ich wurde wieder in Skype angeschrieben von Nagisama. Muss ich Nagisama mal Hallo sagen? Wieder Hallo, Hallo wieder Hallo. So, also kurzer Schnitt, bis gleich. So, ich werde wahrscheinlich noch mehrmals angeschrieben, aber das braucht nichts interessieren. Also gerade nicht, also gehen wir mal weiter. Und kämpfen gegen den dritten dieser Gruppe. Und dank meiner momentanen Teleportation sind all meine Pokémon wieder topfit. Dieser Wichser jagt sich direkt vom Ende in die Luft. Ich glaub's halt gleich. Er hat noch ein Slimog. Auch keine große Sache für mich. Das werde ich auch noch unboxen, wenn ich treffe. Na also, geht doch. Und 33. Das ist sehr schön. So, jetzt öffnen wir mal die Türen. Und zwar erst den dritten Schalter. Dann müsste der zweite umgelegt werden. Und dann der erste. Wenn es denn so stimmt wie im Original, dann müsste jetzt offen sein. Du verarschst mich, oder du bist so ein... Mann, selber, was soll das? Nicht mal der Originalschalter... okay. Toll. Da liegen so viele Items rum, das bringt dir nichts. Die originale Schalter, der originale Schalterweg ist ganz anders. Das heißt, darf ich rumexperimentieren, um den scheiß Schaltergang zu finden. Das ist herrlich, ey. Ich hasse rumexperimentieren. Weil ich immer eine halbe Ewigkeit brauche, bis ich den Scheiß gefunden habe. Egal, das kann ich offscreen machen und mich gleichzeitig noch ein bisschen mit Nagi unterhalten. So, okay, jetzt wird rumexperimentiert offscreen, also bis gleich. Aha, die Schaltreihenfolge war 2-1-3. Jetzt kann ich aber immer weiter und darf mich wieder mit zwei Leuten anlegen. Das könnte etwas eng werden für Rena. Etwas arg sogar. Ich wollte eigentlich wechseln, jetzt bin ich eh erledigt, oder? Ja, yep, Rena ist am Arsch. Nein, Rena steht noch mit 3 KP, ich glaub's halt. Episch. Das schaffe ich auch noch, das Koffing. So, Stärke und tschüss. Ach Mensch, Nagi, schreib doch nicht so viel, ich kann nicht alles lesen. So, den Notschalter kann ich anmachen. Natürlich kann ich lesen, Robert. Nur ist das Problem, wenn Nagi so viel schreibt, dann hört man das auch im Video mal, dieses blüpp, blüpp, blüpp. Das muss ja nicht sein. Und da war es wieder. Das legendäre blüpp. Okay, ich glaube, Rena ist tot. Yep, Rena ist tot. Schade. Gut, dann schickt mir Runa in den Kampf. Und Runa macht es einfach mal. Bam. Verdammt, was setzt sie in den Kampf? Ach, noch ein Blumen. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Leck mich! Wach auf! Aufwachen! Frühstück ist fertig! Put, 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 put! Wach auf! Sei ein braves Meganie! Wach auf! Wach auf! Verdammte Scheiße! Hallo, du stirbst gerade! Runa! Runa, du kratzt gerade ab! Hallo, wachst du mal auf? Danke, Runa! Jetzt habe ich nur noch 33% HP, ey, so ein Penner! Nida wäre da.
mal, wie viele Trainer hier halt noch sind. Ich habe gerade eine düstere Vorahnung. Ich hoffe mal, sie bestätigt sich nicht. Sie bestätigt sich. Wenn du das nicht sofort lässt, werde ich dich hauen. Jetzt schreit er mich auch noch in Skype an. Er sitzt mir gegenüber, der Penner. Wenn du das tust, dann werde ich dich umbringen, weil du versorgst mir damit mein Video. Und dann ist das sehr abträglich für deine Gesundheit, nicht für meine. So, we meet again. We knew you'd come here. Yeah, that's right. Jamie, do you have some kind of brain problem? No, ich hab gelächelt. Where do you think you're going, twerp? Won't let you rescue the director. Not only to give us a battle. Wie süß, ich hab gelacht. Ich hab mich gefreut, weil die so dumm sind. So, die setzt wieder Coughing und Ekans an. Sollte an sich keine große Sache sein. Mal fliegen. Und mit Surfer kicke ich, denke ich, beide um. Oder fast. Der macht Wickel, der macht Tackle. Ja, macht mir nichts. Mach ich Surfer. Bam. Einer tot. Bam. Zwei tot. Einen wohin genau? Das kriegt Fliegen ab. Dann mache ich Fliegen und Surfen. Oh oh, Abgangsbund. Okay, dann darf ich in der Runde nicht besiegen. Dann muss ich Parish Song benutzen. Ansonsten kickt er mich nämlich mit seinem scheiß Abgangsbund und da habe ich keinen Bock drauf. Geschafft. Sonst wäre ich mein Pokémon auch tot. Das ist your fault, Jamie. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. This is all your fault, Jamie. I should never have chosen you as my partner in crime. Oh, er ist traurig. But you, you listen. Do not ever think you'll get away with this, even if Team Rocket is defeated. We will still chase you wherever you go. This I promise, you will get all of your Pokémon. Yeah, that's right! Okay. Haben wir wieder neue Rivalen gewonnen? Yeah, diesmal Team Rocket sogar. Cool. Das ist der Typ vom Versteck. Den schaffen wir auch noch locker. Knallen wir einfach mal Surfer um die Ohren. Dann ist er einmal tot. Und dann hat er noch einen Smogmog. Dem knallen wir nochmal Surfer um die Ohren. Und dann ist er auch tot. Wow, das war schwer. So, kurzer Schnitt. So, weiter geht's. How do you get this far? I guess it can't be helped. I dispose of you. Das ist der letzte Trainer, den wir erledigen müssen, bevor wir den Intendanten endlich gerettet haben. Was auch wirklich schwer ist, denn Aqua ist irgendwie voll über mit Surfer. Das macht irgendwie voll den Überdamage auf Doom. Weiß der Gell, was sich dem ins Fressen gemischt hat, aber das Viech geht ab wie Schnitzel. Der ist auch erledigt. Dann nehmen wir Schlafrede mit, oder nein, Lightscreen und... Who what? You can rescue me? Thank you. The Radio Tower. What's happening there? Take over Team Rocket. Here, take this card key. Ba-da-da-da. Use that to open the shutters in 3F. I'm begging you to help. There's no telling what they'll do if they control the transmitter. They may even be able to control Pokémon using a special signal. You're the only one I can call on. Please save the Radio Tower and all Pokémon nationwide. Yay, ich werde der Retter aller Pokémon auf der Welt. Und das nehme ich mit. Das ist ein Amulet-Coin. Wie wir ganz am Anfang bekommen haben. Und dann können wir den Ultra-Ball hier mitnehmen. Dann können wir den Aether hier mitnehmen und den Burn-Heal. Sehr schön. Dann können wir den Ort hier verlassen und zurück zum Radioturm gehen. Wie ihr schon richtig geraten habt, befinden wir uns im Untergrund des Marktes. Nein, ich will nicht ins Basement. Ich will in... Was? The fuck? Hallo? Willst du mich verarschen? Ey, ich darf den Aufzug nicht... Hä? Hä? What the fuck? Auf einmal bin ich... Okay, ich... raff jetzt einfach mal nicht, was hier gerade vorgeht, warum ich auf einmal ganz oben bin, aber... einverstanden. Bin dafür. Gut, dann heilen wir uns, gehen zurück in den Radioturm und beenden die Sache dort oben. So, erstmal wieder aufladen, denn wir sind etwas angeschlagen worden. Und jetzt stürzen wir uns Kopf über den Radioturm. Geronimo! Yay, Kekse, ich mag Züge. Brumm, brumm, herum, ich bin halt wendig. So, okay. Ich weiß auch nicht, wie ich im Stück 60 Minuten lang so viel Scheiße labern kann, aber ich kann's halt. Und zack, da ist offen. Oh mein Gott. Why did the shutter open? Did you have something to do with this? No. Ich würde gerne. What the bird? The bird says no. Stirb! One hit! Yeah! Level 34. Super gemacht, Trainer. Ich hab dich ganz doll lieb. Das ist ganz toll.
Give me strength. Give me quick attack und the sword. Der ist auch erledigt. I'm done for. So. Die müssten wir eigentlich gar nicht besiegen. Aber ich mache die hier auch fertig, denn die bringt EP ein. Und was EP bringt, ist gut. Und im Hintergrund schaue ich mir noch nebenbei so ein Funk Royale Video an. Let's play Donkey Kong Country Returns. Ich mag das Spiel irgendwie, vor allem wenn es Funk Royale spielt. Da er immer sehr gerne mal auf Donkey Kong rumhackt, weil Donkey Kong ein dummer kleiner fetter Affe ist, der haarig ist und braun. Und da muss ich ihm recht geben. Und dann grüße ich einfach mal Nagi, nachdem ich sowieso in Skype nebenher mit ihm schreibe. Was man halt irgendwie gar nicht mitbekommt. Also grüße ich ihn auch mal, hallo Nagi und so. So, und jetzt mache ich den auch noch alle. Und dann müsste ich auf der letzten Ebene sein. Und mein Spielchen mir anzulegen. Ah, geht eigentlich. Na komm, den machen wir auch noch fertig. Warum immer Confuse Ray? Habt ihr nicht irgendwas, was mir nicht so sehr auf den Sack geht? Weil ich hasse die Attacken wie die Pest. Kann ich vergessen, Rena kratzt ab. Tschüss, Rena. Und Rena ist tot. Falsches Pokémon. Fuck. Egal, der ist auch weg. Okay, zwei Trainer sind noch übrig. Das ist der Vorstand, den wir in Mahagonia City platt gemacht haben. Sollte keine große Herausforderung werden. Sollte, ich hoffe mal, es ist keine. Okay, One-Hit. Das könnte schwieriger werden. Im Endeffekt ist es aber kinderleicht, denn ich mache zweimal Eisbeam und dann ist das Viech auch tot. Excellent! Und es bleibt nur noch ein Kramux, das ich auch mit Eisbeam auf den Schrottplatz schicke. Wow, das geht echt schnell. Okay, jetzt schnappen wir uns den Typen. Oh, you managed to get this far? You must be quite a trainer. We intend to take over this radio station and announce our comeback. That shall bring our boss Giovanni back from his solo training. We're going to regain our former glory and won't allow you to interfere with our plans. Das letzte Team Rocket Mitglied. Wenn wir den besiegt haben, ist der Radioturm gerettet. Also zeigen wir eben, wo der Surfer hängt. Okay, White kann ich eigentlich voll vergessen. Ich brauche das gar nicht mehr zu trainieren. Ich glaube, ich ersetze es später, weil es ist irgendwie relativ nutzlos geworden. Es teilt kaum Schaden aus. Und ist an sich nicht wirklich das Stärkste. So denke ich mal, werde ich es später durch irgendein anderes Pokémon ersetzen, das ich mir unterwegs fange. Vielleicht kann ich mir Ho-Oh fangen oder so. How could this be? Our dreams have come to naught. It wasn't up to the task after all. Like Giovanni did before me, I will disband Team Rocket here today. Farewell. Und die Musik ist immer noch da. Do you listen to the music? Ja, die klingt voll cool. Crystal, thank you. Your courageous action has saved Pokémon nationwide. And now it's not much, but please take this. Rainbow Wing. There used to be to a tower right here in Goldenrod City, but it was old and creaky. So we replaced it with a radio tower. During the teardown, we found dead at the top. I heard a giant Pokémon used to fly over Goldenrod in the past. Maybe that fell off a Pokémon? Maybe like the one that appears in a tin tower in Ecroteak City. Okay, I better go to my office. Ihr habt gehört, wir haben den Regenbogenschwing erhalten, oder Buntschwinge, wie sie heißt, für den Weg zu Ho-Oh. Jetzt könnten wir Ho-Oh fangen. Ich habe es auch vor, denn Ho-Oh ist super stark. Oder sollte Level 40 sein. Ich werde es auf jeden Fall fangen. Also würde ich sagen, im nächsten Part versuchen wir uns Ho-Oh zu schnappen. Die Ohren, die wir benötigen, haben wir bereits. Das Item haben wir jetzt auch. Und Bälle, naja. Ich werde es auf die etwas cheapere Weise fangen, aber trotzdem. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich den Zinnturm besteige. Nicht von hinten, sondern von vorne. Und dann schnappen wir uns Ho-Oh. Und bis dann würde ich sagen, du streckst dich und klingt dich aus. Bis dann, ciao.